Crazy. Hello, my ladies and gentlemen. Willkommen zum 21. Ramadan Day. Heute gibt's wieder Backware. Vater hat gestern Simit gesehen im Fernsehen und dann hat er Lust auf Simit bekommen. Und ich habe jetzt die Aufgabe übernommen, heute Simit zu machen. Ich habe zwar ein Video über Simit, aber ich glaube, diesmal werden sie noch viel besser als letztes Mal. Was ist Simit? Simit sind so türkische Bagels, türkische Brezen, Sesamringe mit viel Sesam. Gehen super zum Frühstück. Dazu ein Chai. Etwas Oliven, Tomaten, Bärspenet, den die meisten als Schauskäse kennen. Dann, das klappt, und wenn was noch übrig bleibt, werde ich morgen damit das sauer machen. Das Video seht ihr dann morgen. So ein Simit-Ring mit Eiern, keinem Sucuk, sonst würde ich Sucuk nehmen. In der Türkei gibt es sie an jeder Ecke. Geschäften oder die meisten fahren mit so Autos rum, mit so kleinen Schiebewegen. Es scheint durch die Gegend, dass sie frische Simit haben. Dann fragst du die, ob die auch frisch sind. Sagt er ja, die ist frisch aus dem Ofen gekommen, die sind noch sehr heiß und sehr frisch. Und beißt du ran und denkst du dir, oh, what the fuck? Mir haut sie gleich einen Zahn raus. Schau mal, ob unsere auch außen schön knusprig, innen schön weich sind. Dann lass mal nach oben gehen und den Teig machen. Meine Schüssel. Wir brauchen 500 Gramm Mehl. Rein in die Schüssel. Jawolski. 10 Gramm Salz. Gebe ich dem schönen Mix. Pekmez, auch Zuckermelasse aus Trauben. Ich esse es nicht. Mir schmeckt es überhaupt nicht. Aber zumindest gut. Keine Ahnung. Süßlichen Geschmack hat. 6 Gramm Hefe. 6 Gramm. Die Hefe stückle ich jetzt hier rein. 12 Gramm Zucker. Und da rein kommt jetzt Wasser. Und zwar 275 ml. Und einen ganz kleinen Schuss Olivenöl. Mischt man ein bisschen Hefe mit dem Zucker und dem Wasser und dem Öl. Schön nach außen hinarbeiten. Habe ich meinen Teig ein bisschen gesammelt mit dem Löffel. Das gebe ich dann auf die Arbeitsfläche. So, dieser Teig wird nicht lang geknetet. So viel reicht. Und jetzt unterteilen wir das in 7 gleich große Teile. Je 120 Gramm müssen es sein. Also 7 Stück je 115 Gramm. 1, 5, 6. Beste Mathematik, Murk. Boah! Ganz genau unter 15. Und dann nehmen wir uns einen Teig. Wir machen ein Viertel draus. So Schlangen. Bisschen in die Mitte. So. Ein bisschen Öl. Mache ich da eine Folie drauf, schön bedecken, lass das Ganze jetzt schon mal schön ruhen. Wir haben jetzt genau 5 Uhr, halbe Stunde, um 5:30 sind die Simit-Schlangen, also Simit-Viertel, bereit zur nächsten Verarbeitung. Währenddessen nehme ich jetzt hier meinen Sesam, gebe ihn in eine Pfanne und röste ihn jetzt ein bisschen an. Ständig umrühren, damit sie auch gleichmäßig schön goldbraun werden. So viel reicht. Ausschalten. Den Sesam gebe ich jetzt in eine Schüssel. Wenn er in der Pfanne bleibt, verbrennt er. Also ich habe dafür jetzt 15 Minuten gebraucht. Importware, Pekmez. Alles klar. Jetzt gebe ich das Wasser hinzu. Verrühre das schön. Es ist Zeit daran, die Simits zu formen. Roll das auf. Die Enden bleiben dick. Leg sie zusammen. Rollen, rollen. Bisschen flach drücken, zusammendrücken. Nimm sie in die Hand. Wer will, kann auch das so ineinander verspeisen. Auf die Arbeitsfläche zusammenrollen. Simit. So schaut Nummer 1 aus, bisschen Unterschied zu den anderen. Der gefällt mir am meisten. So, rein. Nicht zu lange, sonst löst das Wasser die Struktur auf. So schaut es jetzt aus. Nehme ich einen Müllsack. Ich decke das jetzt schön. Lass das Ganze jetzt so für 15 Minuten ruhen. Hoffentlich wird es ein gutes Ergebnis. Bis jetzt schaut alles gut aus, finde ich.
Wieso lasse ich das jetzt 15 Minuten ruhen, damit wir ein bisschen noch leichter auseinanderziehen können. Die werden dann noch ein bisschen größer. Dann lasst mal die ein bisschen formen. Oh, schwierig. Schön gleichmäßig. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen breiter machen. Aber wir wollen ja Sesamringe und keine Holo-Frei. Die Sesamringe chillen jetzt hier so nochmal für 20 Minuten. Und dann kommen die bei 190 Grad. Und dann für 18 Minuten schön kontrolliert goldbraun. Ja. In den Backofen gebe ich noch einen Topf mit heißem Wasser. Durch den Wasserdampf wird die äußere Schicht noch knuspriger. Aber sonst 1A. I live spin love. So, jetzt das mal abkühlen und schauen wir mal, wie knackig die dann geworden sind. Machen wir mal einen Knacktest. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen früh zu Sauer.